Willkommen an Bord des Schlachtkreuzers Armageddon, Kommandant. Calderis hat derzeit mit einer massiven Ork-Invasion zu kämpfen, die auf den ganzen Sektor überzugreifen droht. Aus den nahen Sektoren empfangen wir Notsignale, aber wir müssen uns hier auf unsere Aufgabe konzentrieren. Ich möchte, dass Sie einen Angriff auf der Oberfläche übernehmen. Landen Sie an der Stelle, die auf Ihrer Planetenkarte markiert ist, und rücken Sie in die Flanken der Orks vor. Die Grünhäute haben außerhalb von Argus ein Dorf eingenommen. Dieses Dorf liegt auf einer wichtigen Versorgungsroute und ganz Calderis wird fallen, wenn wir sie nicht verdrängen. Sergeant Avitus und sein Trupp Devastor Space Marines hat das Dorf allein gehalten, aber letztendlich wurden sie überwältigt. Sie müssen das Dorf zurückerobern und die Orks vertreiben. Zur Unterstützung unterstelle ich Sergeant Cyrus und seinen Spähtrupp ihrem Kommando. Seine Erfahrung bei der Infiltration sollte sich als wertvoll erweisen. Wachdienst reicht, Maggots. Wir sollten wieder Menschen moschen, so wie in der Stadt. Moment, habt ihr was gehört? Cyrus an Armageddon. In Stellung. Space Marines, das sind ermutigende Neuigkeiten. Avitus, der Truppführer, der den Hamlet verteidigte, lebt noch. Die Orks hatten ihn außer Gefecht gesetzt, konnten die Arbeit aber offensichtlich nicht zu Ende bringen. Avitus ist zu stur zum Sterben. So scheint es, Cyrus. Eine Wachstellung der Orks steht zwischen ihnen und Sergeant Avitus. Rücken Sie getarnt vor und eliminieren Sie die Grünhäute. Verstanden. Lassen Sie diesen Wachturm einstürzen, Cyrus. Die Rekruten des Ordens stehen bereit. Für den Orden. Außer Sicht. Vorrücken zum Ziel. Takus neu positionieren. Mir Tarnung aufrecht erhalten, Scouts. Ein Schritt nach Ziele gesichtet. Ziel bestätigt. Mensch! Sie sehen uns. Zurückziehen und Tarnung maximieren. Orkwachen eliminiert. Ausgezeichnete Arbeit, Cyrus. Die Position von Avitus ist auf Ihrer taktischen Karte eingeblendet. Beleben Sie ihn wieder, damit er sich dem Angriff anschließen kann. Die verdammten Orks haben einen weiteren Pass durch die Hügel gefunden. In der Nähe Ihrer Position befindet sich ein Übermittlungssignal, Kommandant. Sichern Sie es, damit wir Ihnen Verstärkung schicken können.
Verstärkung eingetroffen. Ausgezeichnet. Avitus und sein Devastor-Trupp sind jetzt wieder auf voller Stärke. Jetzt auf zum Dorf und diese Orks eliminieren, Kommandant. Den Schwanz ein. Die holen wahrscheinlich Hilfe. Bleiben Sie wachsam. Schnell weiter. Mein Trupp sollte eine Stellung in starker Deckung beziehen, Kommandant. Mit dem Sperrfeuer aus meinem schweren Bolter kann ich die Grünhäute festnageln. Nehmt eure Stellungen ein. Reden Sie weiter. Neue Stellungen. Da. Devastoren bereit zum Feuern. Unsere schweren Bolter sind tödlich, aber es dauert eine Weile, sie aufzustellen. Und sie haben nur einen begrenzten Schussbereich. Taktischer Trupp. Neue Stellungen. Die Rekruten des Ordens stehen bereit. Seid wachsam. Die Vastor Marines bereit für den Kampf. Dann los. Kommandant, es gibt in der Nähe Ihrer Position ein zweites Übermittlungssignal. Aktivieren Sie es, um die Sicherung des Hamlets abzuschließen. Unsere Waffen sind bereit. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Der Hamlet ist gesichert. Noch mehr Orks sind unterwegs, Kommandant. Machen Sie Ihre Trupps bereit, den Angriff abzuwehren. Dieser Hamlet darf nicht erneut verloren gehen. Orks rücken an. Kommt schon, Grünhäute! Jetzt können Sie nirgendwo hin flüchten. Zielt auf Sie, bevor Sie wieder in Deckung gehen können. Yeah.
gemacht, Space Marines. Thunderhawks sind unterwegs, um sie zurück zu Armageddon zu bringen. Dieser Sieg wird lange in den Ruhmeshallen geehrt werden.